Wir haben ihn aber bald. Hey, und Nervensäge ist auch sogar noch am Leben. Mein Atem geht ruhig. So, was hatte der Tatze? Hat der Tatze wohl ein schönes bei sich? Sehr viel. Der Kopf des Tatzenwurms und sehr viele Sachen, die wir verkaufen können. Ich habe es tatsächlich geschafft. Der Tatzenwurm ist tot. Hol dir die Belohnung ab. Ich habe alle Aufgaben, die Bebel kurz gestellt hat, erledigt. Ich sollte jetzt bei der Belohnung bei ihm abholen. Mhm. Widerlich. Einfach widerlich, dieser Gestank. So langsam könnte es mal mit dem Stinken aufhören. Gutes Meistermagiers. Mehr Astralmagie und... Ja. Der hier gibt zwar ein paar Punkte Charisma, einen Punkt Charisma. Allerdings bringt der hier... Auch wenn er komisch aussieht. So, Geschmeide des Raya bringt plus eins Charisma. Mhm. Ja. Ich versuche mein Bestes. Na klar. Also ja, hier wäre der Ausgang. Mal gucken, wo wir rauskommen. Der Ritter ist ja einfach rausgerannt, ohne ein Wort zu sagen. Okay, so wie es aussieht, sind wir jetzt genau da rausgekommen, wo wir reingegangen sind. Also wenn ich nochmal reingehe und mal den anderen Weg lang gehe und die Amöbennester einfach mal ignoriere. Einfach der Vollständigkeit halber. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder beim normalen Eingang. Ja, hier ist das die erste Leiche. Da sind wieder Amöben, die sind jetzt gerade einfach mal so aus dem Nichts aufgetaucht. Gucken wir einfach mal, wo es hier lang geht. Also bis jetzt sieht der Gang recht leer aus. Oh, eine kleine Gruppe. Also ja, die fressen uns schon wieder die Ausdauer weg.
kommt auch noch eine Amöbe. Folgt mir, Arkwart. Ein Zwerg. Okay, die eine Gruft bettelt sich mit der Amöbe. Das können wir dann gerade mal ignorieren. Sturm über Wasser. So, helfen wir mal der Gruftassel lieber. Und jetzt machen wir die Gruftassel weg. Ja. Saranar Ayorla. Lass das mal Vorgrim machen. Okay, fehlgeschlagen, auch gut. Ja, schafft es nicht, Klaropurum auf Vorgrim zu zaubern. Gruftasseln plündern. Bis jetzt sieht es aber so aus, als ob die Gruftasseln nicht respawnen würden. Nur die Amöben. Das heißt, wir können wahrscheinlich nachher dann hier gibt es einen Weg. Weg abseits mit einer Leiche und Fässern. Ein Breitschwert und Würfel. Das ist nichts Besonderes. Lässt sich wenigstens zu Geld machen. So, sicherheitshalber einen Quicksave machen. Nicht, dass da vorne nochmal eine Horde mit Gruftasseln und Amöben auf uns lauert. Mein Atem geht ruhig. Wie viel Gulmon-Tee hast du eigentlich? 74. So. Okay, da vorne sind nochmal Gruftis. Und da sind wir wirklich auf der anderen Gabelung. Oh, okay, es sind nochmal 6 Gruftasseln. Und ja, ich verpulver hier einfach Einbeersäfte. Erstens haben wir verdammt viele. Zweitens haben wir viele Heiltränke. Ernsthaft? Bei meiner Art. Ein Zwerg, ein Wort. Das bin ich. Mein Atem ist Lanyasa Fedra.
Na klar. Ha! Candidus! War hier! Sprich, Frost. Mandala, Joai, Wanda. So, das sollte euch ein paar Sekunden Verschnaufpause geben. Ogdenwurz wäre hier drin eigentlich gar nicht mal so praktisch gewesen. Fällt mir gerade so ein. Aber das war gerade eben wirklich wieder eine... Ach, es geht... Es ist immer noch ein Gegner übrig. Mandaya Yoai Banda. Ja, wer wäre oder was ist hier noch übrig? Okay. Unsichtbare Gegner war wieder oder einfach nur das Infight hat gehangen. Aber ehrlich, Benoja und Vorgrim haben nichts anderes gemacht, als im Kreis zu laufen und sich hauen zu lassen. Weil die Gruftassen, die konnten sie angreifen, aber sie haben die Gruftassen nicht angegriffen. Das war sowas von kontraproduktiv. Sicherheitshalber Quicksave. Weil jetzt sind wir wieder an der Stelle hier. Ach so, hier geistert eine Amöbe rum. Ist das jetzt wieder euer Ernst? Ach, hallo, noch eine Amöbe. Und noch eine Amöbe? Noch eine Amöbe. Von hier aus. Ach so, sind die ganzen Amöben hier oben jetzt, die gegen die Gruftassen gekämpft haben, respawned? Also diese Höhle ist... Das bin ich. Lass das mal Vorgrim machen. Echt nervig. Mein Ding.
So, darf ich die noch jetzt? Ich versuche mein Bestes. Folgt mir. Wir haben 25 große Heiltränke und jede Menge Schleifsteine und anderes Zeugs.